Ich habe mir was bei Primark geholt und das war dieser schöne Pyjama, den ich anhabe. Man sieht das gar nicht so richtig. Ich mache mir auch gerade schön Kaffee. Das ist auf jeden Fall ein Pyjama und da habe ich lange überlegt, ob ich den wirklich kaufen soll, aber dann dachte ich, ja. Also dieses Urteil, das hat so verschiedene Farben, so wie ein bisschen dieses Wüsten-Game. Und diese Hose, diese Schlafanzughose, die ist auch richtig super, denn die ist total soft und weich und angenehm zu tragen. Deswegen habe ich mir das geholt, also den Schlafanzug von Primark. Klar, das Oberteil, das hätte jetzt vielleicht noch besser ein passend farbliches Unterteil gebraucht, aber das habe ich halt nicht, das habe ich nicht gefunden und deswegen habe ich das so kombiniert. Also die Hose habe ich separat mir rausgesucht und das Oberteil, das hing halt noch einmal da an. Ich denke auch, das war auch ziemlich schnell, wahrscheinlich ziemlich schnell ausverkauft. Dann habe ich mir von Primark noch was mitgenommen und das waren 3 Haarreifen, gab es da. Das ist sowas, 3 Haarreifen. Die Haarreifen, die ich in den Haaren hatte, die haben mir die waren zwar aus Gold, aber die haben mir so, die haben irgendwas gerissen an den Haaren. Da fand ich es auch nicht so gut. Und diese Haarreifen, die sind aus Plastik. Und wenn man die so in die Haare macht, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass die nicht brechen sofort. Also wenn man die anzieht und abzieht, das ist mir nämlich beim letzten Mal auch so gegangen. Da gab es 3 Stück. Dann habe ich mir noch Unterhosen geholt und zwar eigentlich nur wegen dieser einen Farbe von diesem, die heißt anders, Ari Hunting, in diesem komischen Pink, was das jetzt ist. Und hier, das ist so ein Avocado-Grün, kann man auch so, ich weiß nicht, ja, und hier dieses, Laguna Blue Koralle oder wie das heißt bei Primark, stehen die Farben leider nicht drin. Ne? Da heißt es dann, also bei den Strings haben wir es nicht. Und dann habe ich mir noch neue Deep Cleanse Facial Cleansing Wipes geholt. Die sind jetzt neu bei Primark und das sind diese. Und die sollen für Mischhaut sein, also für kombinierte mit Vitamin E. Weil ich habe hier so auf der Nase so mit Esser und hier. Und das kann natürlich auch sein, dass das auch an der fetten Creme liegt, die ich die ganze Zeit benutzt habe. Unter anderem, ja. Sonst habe ich neu dieses Orangendeo von CD. Das fand ich nämlich auch eigentlich immer gut. Diese Marke hat doch einen wahnsinnig guten Qualität. Dann habe ich mir mitgenommen dieses Cherry Blossom bei Rossmann. Da habe ich jetzt aber nicht die Klamotten in noch dazu geholt, weil ich mir dachte, leck mich doch am Arsch. Jedenfalls passte das ja zu diesem Cherry Creme-Dusch von Balea. Deswegen habe ich mir dann das Parfüm direkt mitgenommen, damit ich wieder eine passende Kombination habe. Ja, und dann habe ich mir noch zum Abschminken und für die Gesichtsreinigung dieses Micellen-Reinigungswasser mit Hyaluron und Aloe Vera mitgenommen. Das habe ich neu und von diesen neuen Duschgels bei DM,
Ja, da gibt es halt dieses, habe ich im Bad mit Vanille, aber Vanille und Kaschmir, aber ehrlich gesagt, das war ja dann doch wieder nicht so der Kracher. In manchen DM-Filialen hatten die das auch gar nicht. Das war immer unterschiedlich. Jedenfalls, also was ein richtig sehr gutes Duschgel ist, dass dieses neue von Balea, dieses Feeling, das riecht nach Mandeln. Also das riecht wie Marzipan, wirklich wie Marzipan, total wie Marzipan, ganz, ganz super. Was auch noch neu ist von Rossmann, ist dieses Duschgel Meeresluft, heißt das. Und in der Beschreibung steht, wertvolle Meeresmineralien reinigen besonders sanft und helfen, den Feuchtigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten oder so. Naja, ich glaube, das riecht ein bisschen süßer als diese Supermarkt-Meeresbrise-Sachen, die es da manchmal gibt. Aber naja, und was halt auch noch neu war, das hatte ich aber eigentlich im letzten Video schon gezeigt, jetzt mache ich es halt nochmal alles in einem. Das sind diese, das eine hier, das ist mit Rose und Zimt und Bergamott-Limettenduft. Das ist aber auch ein Duschgel. Also es ist alles so ein bisschen anders. Das hier ist ein Cremedusch und das mit Magnolie und Veilchen. Dreams. Creamy Dreams steht da. Und das muss ich sagen, das hat mich geflasht. Und dann irgendwann mal habe ich mir überlegt, naja, woran kann es denn liegen? Also das mit dem Mandeln ist praktisch wie so eine Bäckereischnecke, die es hier in Hamburg gibt. Also dachte ich mir, dass es das ist. Naja, und das mit dem Zimt, das ist ja auch wie eine Zimtrolle oder Bäckereischnecke. Da habe ich echt gedacht, da ist doch jemand in die Bäckerei eingebrochen, um ein Duschgel zu kreieren. Dieses mit Mandeln genau dasselbe, auch für die Bäckerei geschaffen, sozusagen. Außerdem, ach ja, jetzt habe ich den Clou gefunden und das war dieses, das neue Frosted Berry oder Secret Berries. Das duftet so türkis, würde ich sagen. So türkis, aber irgendwie auch lila, also irgendwie komisch. Auf jeden Fall duftet das nach Beeren und zart duftenden Blüten. Blaubeeren sind da abgebildet, Himbeeren. Und wenn jemand weiß, welche Blüten das sind, ich weiß nicht welche. Ich war auch beim Primark und so und habe nach diesen Farbton gesucht, dieses sehr, sehr blaue Lila und so, aber dann dachte ich mir irgendwann mal, nee, man muss ja nicht für jedes Duschgel gleich eine neue Jacke kaufen. Auf jeden Fall, das waren die Hits von der Drogerie und der Dusche. Dieses Creamy Vanilla, das habe ich auch in der Dusche. Soll ich das jetzt holen? Naja. Moment, ich hole das mal kurz. Ja, ich habe es jetzt noch gefunden. Das andere von den neuen 3DM-Duschgelen bin ich ja jetzt am Quatschen. Das ist dieses mit Kaschmir und Vanille. Das ja, riecht tatsächlich nicht so stark, aber ich habe es mir auch mitgenommen. Dieses Mandel, das riecht wirklich besser. Und halt dieses mit Kirsche. Das ist halt mal der absolute Clou, dass es halt jetzt diese drei neuen gibt. Von denen halt, wie gesagt, ja, die sind so mit Vanille und die sind so mit Kirsche, finde ich. Weiß ich nicht, wenn ich mich da entscheiden müsste. Es kommt halt auf den Stil drauf an, was man da jetzt will. Bei diesem muss ich sagen, das ist doch sehr, sehr. Ich meine, es steht zwar Vanille drauf, aber es ist doch
irgendwie anders. Das ist sehr, naja, und das hier, das finde ich total wie eine pinke Barbie oder so. Das finde ich total, total hart, dieses Marzipangeruch. Wobei das andere auch sehr zitrisch irgendwo auch noch duftet. Naja, und das mit Kirschen ist ja eh dieses, wie dieses Cereishut so. Das ist ja sowieso ein Kracher, aber also da kann man sich fast gar nicht entscheiden. Und bei denen, bei Rossmann, muss ich sagen, da weiß ich, dass dieses schon mal rausfliegt, weil das nicht wirklich meine Version ist. Ich habe mich auch ein bisschen, nicht geärgert, aber ich habe mich halt ein bisschen gefragt, warum sie dieses jetzt genommen haben und nicht zum Beispiel das mit dieser hellrosa. Das haben sie halt genommen wegen den Blaubeeren. Dachte ich mir, die Blaubeeren helfen auch nicht weiter. Das mit dem Zimt, muss ich sagen, das ist halt ein anderes Thema. Das ist halt total die Weihnachtsbäckerei oder die Hamburger Bäckerei. Das muss ich sagen, das riecht ganz fantastisch und das pflegt auch fantastisch, dieses nach Magnolie. Und überhaupt Magnolien sind wirklich gar nicht mal so zu unterschätzen. Dieses nach Meeresmineralien, das finde ich doch mal für morgens oder so einfach dezent, frisch und so. Das finde ich auch überhaupt nicht schlecht oder so. Aber es kann natürlich jetzt so vom Duft oder so nicht mithalten mit so etwas, was jetzt so viele, viele auch nussige Aromen hat und so. Das ist auch alles verschieden. Ja, das sind so die neuen Sachen von DM und Rossmann, die ich mir gekauft habe, unter anderem. Außer dem Pyjama, den ich habe, und den Haarreifen. Ich wollte nämlich die Jacke noch mal gucken, die ich da angezogen hatte, und die war weg. Wie heißt denn das? H&M oder was? Jedenfalls diese Jacke, die war weg. Die war blau, schön, aber auch mit einem Hint auf irgendwas oder so. Ja, weiß ich jetzt nicht. Und dann war ich im Primark und die Jacken, naja, die waren entweder zu dick oder zu dünn, würde ich mal sagen. Also bin ich dann dort ohne Jacke rausgegangen. Ich werde morgen vielleicht nochmal gucken, aber also die Farben, die dieses Jahr im Primark sind, bei den Jacken, sind halt nicht so der Hammer. Da muss ich sagen, waren die letztes Jahr oder vorletztes Jahr viel, viel schöner. In der Farbauswahl zwar jetzt nicht rosa, aber halt irgendwas Komisches hatten die da, komische Farben. Und die waren echt schön. Und jetzt gibt es halt wirklich nur dieses Schwarz und wie heißt denn das? Auch so eine Grautöne und dann so eine Brauntöne, aber die Brauntöne, ich hätte mir das mitnehmen können, aber irgendwie, egal, habe ich dann halt gedacht, naja, also in Schwarz hätte ich die dann wahrscheinlich doch noch mitgenommen, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich dachte, ach, ich kann mich da echt nicht entscheiden und alle Jacken da mitnehmen kann ich auch nicht, also da war so eine, so mit Blau und Lila, dann war da eine knallorangene und es war auch noch ja, dieses Grau, aber das Grau kommt sowieso nicht für mich in Frage. Ach, ja, fürchterlich. Auf jeden Fall, ja, das war eine Drogerie-Haul und der Kleider-Haul im Dunkeln mit meinen Haaren habe ich immer noch nichts angefangen. Ich werde doch mal gucken, ob ich was anfangen kann mit den Haaren. Oder ob ich es besser einfach nur ruhen lasse. Ich habe auch immer meine Haare durch die, an die Jacke gehangen und so, wie die Haare durch die Jacke wirken. Ich muss schon sagen, die sind ja, ich glaube mal, die kaputtesten Haare, die es überhaupt gibt. Oder ob ich da jetzt auch mal blondieren sollte, das glaube ich fast gar nicht irgendwie.
Weil ja, das bisschen Braun, was hier noch hängt, das ist auch völlig kaputt von allem. Kaputt und also wenn ich das blondiere, ob dann da, sage ich mal, so das alles kaputt geht, das bleibt ja auch. Also die Ansätze, denke ich mir, die kann man mal blondieren, wenn die Ansätze da, wenn die ein bisschen weiter gewachsen sind als jetzt, dann würde ich sagen, ich blondiere die Ansätze und dann kann ich ja mal überlegen, ob ich das irgendwann mal hinkriege, mir das Lavender auf die Haare zu klatschen, was auf jeden Fall diese eine Ivy Huntington ist. Habe ich eigentlich über die Klamotten geredet eigentlich? Weiß ich nicht. Ich habe mir ja Klamotten neue geholt. Ja. Ach. Da ist mir nämlich bei dieser Standard-Ariadne da aufgefallen, dass dieser eine Scheißton in dem Kleid so aussieht wie Pink und nicht wie dieses Fuchsia. Da habe ich mir den Pulli geholt und den wollte ich dann unter meine Jacke tragen. Und das ist genau die Edition, wo dieses helle Lavender hat. Die fand ich eigentlich immer gut. Mainstream blöd und auch. Ich glaube, in Amerika kostet so eine 14 Dollar oder so. Also nichts Besonderes, aber die fand ich echt schön. Aber das ist ja auch Quatsch und Geschmackssache irgendwo. Dann habe ich mir so ein schönes Kaffeetop geholt bei New Yorker. Da steht jetzt auf Original beigebraun. Das hat auch so ein Animal Print. Dieses 13-Wünsche-Outfit, das habe ich mir geholt. Das fand ich sehr, sehr gut. Und weil ich halt übertreiben wollte, habe ich mir dafür noch eine braune Hose, weil die hingen da. Also diese Farbe heißt Java, so eine braune Leggings geholt. Das ist übrigens die Größe S. Naja, und dann habe ich mir das halt geholt. Ich muss sagen, was ich jetzt gar nicht gedacht hätte, was mir aber so beim Tragen am besten stand, war dieses Orange. Keine Ahnung warum, aber. Und das hat die Farbbezeichnung Persimmon Orange. Persimmon Orange. Das ist einfach nur so ein Longsleeve-Top mit hier so ein bisschen Ausschnitt. Nichts jetzt zum wild werden, aber habe ich das nicht gezeigt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir noch ein grünes Top geholt. Das hatte ich aber heute schon an. Das werde ich vielleicht mal, wenn ich die Klamotten gesammelt habe, ein Try-on machen oder so. Keine Ahnung. Was einmal wirklich war, also dieses Orange stand dann doch besser als dieses Grün, weil dieses Grün doch nicht so toll, weil Orange ist irgendwie schon so eine gute Farbe, würde ich sagen. Orange hat was, hatte was. Dieses Blau hat mir auch sehr gut gefallen. Das Lila stört ein bisschen da drin, da muss ich sagen. Aber es ist auch schön. Und oh, fürchterlich viele Klamotten. Alles voll mit Klamotten. Da habe ich mir gedacht, oh nein. Wenn sie die 40 Euro für die Jacke spenden würden, dann weiß ich nicht, was da los wäre, aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Klamotten da gewesen. Und dann, ja, was braucht man, was braucht man nicht? Also die Jacke brauche ich eigentlich auch noch, weil meine wirklich hin ist, aber die ganzen Outfits oder so brauche ich natürlich eigentlich nicht. Aber den Pyjama habe ich schon gebraucht, deswegen habe ich mir den Pyjama auch gekauft, würde ich sagen. Ja, das war so ein kleiner Schmoltrock von meinem Haul. Das war's eigentlich auch schon wieder. Dann vielleicht bis irgendwann mal. Tschüss.